Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, wir bauen, wie angesagt, Lad-Donuts. Und heute machen wir erstmal die Statue, also ihr Markenzeichen, sag ich mal. Und natürlich teile ich mir das erstmal auf. Das heißt, wir machen heute erst die Hose. Im nächsten Video kommen dann die Arme, wie der Kopf. Und dann natürlich der leckere Donut. Donut, Donut. So, für die Hose braucht ihr dunkles Holz, wie dunkle Treppen, blaue Wolle und graue Wolle. Wir beginnen mit unseren, also mit dem dunklen Holz. Da ziehen wir dann vier Blöcke und das jeweils zweimal auf eine Schicht. Dann lassen wir drei Blöcke frei und ziehen auf den hinteren, also auf der hinteren Reihe, dann wieder eine Viererreihe. Dann dahinter nochmal eine Viererreihe. Darauf ziehen wir dann eine Dreierreihe. Auch wieder doppelt. Dann setzen wir die Treppen an den Seiten. Dann nehmen wir blaue Wolle und ziehen dann fünf Blöcke hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Machen wir dann so viermal pro Fuß. Natürlich hier auch. So, haben wir das dann gemacht? Setzen wir dann die zwei Blöcke so nach außen, so dass denn hier drei Blöcke frei sind von der blauen Wolle. Danach setzen wir vorne an und ziehen dann also 1, 2, 3, 4. Setzen hier dann zwei davor. Dann setzen wir einen hier oben, hauen ihn so raus. Dann hier eine Reihe nach vorne. So. Das ziehen wir dann nach hinten. Dann sieht das alles erstmal so aus. So, dann ziehen wir das hier einfach zu. Wir machen auch erstmal die Vorderfront. Die Hinterfront kommt erst, wenn wir die Träger bauen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum baut der jetzt nicht hinten gleich. So, meine Freunde, die zweite Schicht. Ziehen wir dann auch wieder eine Reihe davor. Jetzt muss ich mal ein bisschen luschern hier. So. Das ziehen wir dann drei Blöcke hoch. Kann ja mal gucken, ob denn, wenn man drei solcher Schichten hat, was wir in diesem Fall haben, können wir denn von dieser Reihe aus dann fünf Blöcke hoch, also 1, 2, 3, 4, 5. Das ziehen wir dann überall erstmal so hoch. Danach setzen wir dann hier so an der Kante an, sodass immer noch so eine Blockreihe frei ist. Achten darauf, dass wir dann drei Blöcke jeweils hoch und runter haben. Dann machen wir so eine Treppe, die nach oben geht. Den lassen wir dann weg. Oder nee, den lassen wir da. Setzen dann oben nochmal drei. Dann haben wir schon mal den Bauch. Dann machen wir noch ein bisschen Terracrafting und machen mal die Blöcke weg. Setzen dann dahinter eine Reihe an, dass wir das dann erstmal so platzieren hier. So sieht das schon mal gut aus. Dann einfach noch gucken, dass es nicht so eckig aussieht, dass wir immer ein bisschen eine Kugelform rauskriegen.
darauf achten, dass dann an dem rechten Bein an der Seite dann immer zwei Blöcke überstehen, jetzt nicht nur eine Reihe, sondern setzt ihr dann einfach so ein bisschen versetzt noch an. Dass wir denn die Bauchform so nach rechts haben. So, dann können wir schon die Träger setzen. Das heißt, wir suchen uns dann erstmal hier so eine Mitte. Sage mal hier. So dass wir dann jeweils ja, zwei Blöcke freilassen in die eine Richtung. Dann setzen wir schon mal einen graue Wolle-Block dahin. Und zur anderen Seite machen wir es auch. So zwei Blöcke freilassen. Auf der gleichen Höhe wie der andere. So. Natürlich müssen wir das nochmal einen höher setzen. So. Und bevor wir jetzt weitermachen, so mit den Seiten und alles, machen wir jetzt erstmal die Träger. Und dafür setzen wir dann so schräg darüber ein. Dann nochmal so schräg darüber. Und dann ziehen wir davon vier Blöcke. Also 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir es so wie vorne. Ziehen wir wieder so runter. Auf der anderen Seite machen wir es genauso. Also 1, 2, 3, 4. Dann haben wir schon mal unseren Rücken, also wie weit wir den ziehen müssen. Dann ziehen wir den erstmal so, also eine Reihe, also so fünf Blockreihen nach unten. Dann verbinden wir das alles, versuchen wieder ein bisschen so eine Kugelform reinzukriegen. Also wie ihr den Rücken macht, das müsst ihr dann gucken, wie ihr gerade so Lust und Laune habt. So, dann machen wir hier hinten unten noch. Also wie ihr seht, bei mir wird es auch immer anders. Also es ist nicht schlimm, wenn der Rücken anders aussieht. So, da haben wir schon mal unsere Hose. Und dann können wir es noch ein bisschen verfeinern und sagen mal, bei den Schuhen machen wir noch solche Absätze ran. Ja. Guck mal. Das passt ja ihm schon. So, dann hätten wir schon mal unsere Hose. Und in der nächsten Folge machen wir dann halt die Ärmel wie den Kopf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Könnt ihr noch ein bisschen den Anblick genießen und schon mal so sehen. Aha. So, dann sag ich mal, ciao und bis zur nächsten Folge.